Wir kommen gerade aus den nationalen Archiven, welche sehr wichtig sind und wo es viele Quellen und Statistiken über die Geschichte des Wolfes gibt. Insbesondere über die Geschichte des Wolfes Ende des 17. und 18. Jahrhunderts. Aber das ist nur ein Ort unter vielen und wir suchen in ganz Frankreich durch die Archive der Departemente, die Informationen über den Wolf haben. Und ebenso in den Gemeindearchiven, der Nationalbibliothek, private Archive und vielen anderen Quellen. Dies, weil der Wolf in unserer Vergangenheit allgegenwärtig war. Er war überall in Frankreich, darum auch überall in den Archiven. Warum wollte der Mensch den Wolf ausrotten? Zuerst wollte der Mensch den Wolf nicht ausrotten, aber er wollte ihn zurückdrängen und ihn verjagen, weil er sein Hauptkonkurrent war. Und da weiß man, dass es schon seit dem 6. Jahrhundert vor Christus durch die Reglementierung von Solon dem Athener Prämien für die Tötung von Wölfen gab. Etwa 60-75% der Bevölkerung arbeitete in der Landwirtschaft. Und wenn der Wolf, den es überall gab, in Aktion trat, entstanden große Schäden in der überlebenswichtigen Landwirtschaft. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurden vom Wolf in Frankreich jährlich 100.000 Schafe gefressen oder getötet. Aber auch andere Tierarten waren betroffen, was heute erstaunt. Es gibt viele Zeugen über Wolfsattacken auf Großvieh, auf Kühe, Ochsen, Kälber, aber auch auf Maulesel und Pferde. Das betraf einen wichtigen, nicht nur landwirtschaftlichen Sektor der Wirtschaft, weil die Ochsen, Pferde und Maulesel als Zugtiere die Belieferung verschiedener Aktivitäten absicherten. Wolfsattacken gefährdeten die Transporte und den Handel. Und so hatte man bis ins 19. Jahrhundert Arbeitsunterbrüche, zum Beispiel in Schmieden, weil der Wolf Maulesel und Pferde attackierte, die Erze und Brennmaterial transportierten. Man muss sehen, dass so der Wolf als öffentlicher Feind Nummer 1 angesehen wurde, weil er alle Nutztierarten attackierte, die nicht nur die Landwirtschaft betrafen, sondern auch die Industrie und den Handel. Und nicht zuletzt gab es noch einen anderen Grund, der Wolf griff auch die Menschen an. Heute hat man die Tendenz, das zu vergessen, aber die Historiker aller Epochen zeigen auf, dass es seit dem Altertum zahlreiche Wolfsattacken auf Menschen gab. Zu einer Zeit, als der Mensch viel verletzlicher war als heute. Es gibt zwei Arten von Wolfsattacken, räuberische, die hütende Frauen und Kinder attackierten, und tollwütige Wölfe, die alle Menschen angriffen. Die Berichte aus dieser Zeit beweisen, dass der Wolf tatsächlich die Menschen attackierte. Das verursachte häufig verlustreiche Jahre mit Hunderten, ja gar Tausenden durch Wölfe attackierte Menschen. Insbesondere am Ende des 17. Jahrhunderts, als Charles Perrault die Geschichte Das Rotkäppchen schrieb, welche erst 100 Jahre später von den Gebrüdern Grimm übernommen wurde. Dass Perrault 1695 diese Geschichte veröffentlichte, kam nicht von ungefähr. Er rechnete damit, dass Tausende von Lesern aus den Städten die Geschichte lesen würden, weil man wusste, dass damals mehr als 1000, ja gar 2000 Kinder jährlich von Wölfen in 5 oder 6 Regionen Frankreichs angegriffen wurden. Die Forschung zeigt effektiv, dass man zwischen dem Ende des Mittelalters und dem Anfang des 19. Jahrhunderts bereits Aufzeichnungen von bis zu 9000 Wolfsopfer hatte. Diese Zahl scheint enorm für die, welche denken, dass der Wolf keinen Menschen angreift, und behaupten, dass die, die das Gegenteil sagen, Lügner seien. Dieses Dogma ist nachweislich nicht haltbar, wird jedoch gezielt eingesetzt, um die öffentliche Meinung für den Wolf zu beeinflussen. Diese Behauptung kann laut Statistiken aus Archiven mit 9000 menschlichen Opfern nachweislich widerlegt werden. Man kann diese über mehrere Jahrhunderte verteilten 9000 menschlichen Opfer als wenige ansehen. Denn diese 9000 Opfer verteilt auf 250 Jahre repräsentieren tatsächlich nur die Spitze eines Eisberges.
Dies, weil das nur diejenigen sind, die beim jetzigen Stand der Forschung effektiv dokumentiert sind. Man muss schon sehr gut suchen, um sie zu finden. Als ich meine erste Erfassung vor 12 Jahren begann, gab es einen Ökologen, François Beaufort, der eine Doktorarbeit darüber schrieb. Er hatte 500 bis 1000 dieser Wolfsopfer gefunden. Also gingen wir von 500 bis 1000 Opfer von Wolfsattacken aus. In meiner ersten Forschungsarbeit bin ich nach 3 bis 4 Jahren bereits auf 3000 Opfer gekommen. Also je mehr Zeit vergeht, je höher werden die Zahlen, weil uns immer mehr ans Licht gebrachte Informationen aus den Archiven erreichen. Folglich steigen die Anzahl gefundener Opfer noch, aber man wird kaum über 10.000 bis 15.000 Opfer gehen können. Warum? Weil vieles verloren gegangen ist. Man hat natürlich nur einen Teil der Wirklichkeit, obwohl sich die Dokumentation auf viele Quellen stützt. Ein Teil dieser Dokumente gibt es erst seit 1575 bis 1580 und da handelt es sich um Zivilstandsakten. Für die administrativen Dokumente muss man ein Jahrhundert weitergehen bis 1660, um genügend Akten zu haben. Man sieht also, dass es Geschichtsperioden gibt, ich würde sagen bis 1670, wo man eine enorm wenig dokumentierte Registrierung hat. Deshalb muss man verstehen, dass man höchstens 5 bis 15% der Realität kennen kann. Hingegen kennt man dafür ab dem Ende des 17. oder 18. Jahrhunderts 20 bis 50% der Realität. Das ist bereits viel bedeutender. Sehen Sie die Zahlen, die ich Ihnen gebe. Sie sind für das 18. Jahrhundert mal 2 zu multiplizieren. Sie sind mal 5 zu multiplizieren für das Ende des 18. Jahrhunderts. Mal 20 für den Anfang des 17. Jahrhunderts. Mal 30 oder 40 für das 16. Jahrhundert. Also sind es nicht 9.000, sondern höchstwahrscheinlich 50.000 bis 60.000 Todesopfer für einen Zeitraum von 250 Jahren, die es gab. Zu diesen Toten muss man die Verwundeten dazuzählen. Aus den Quellen erfahren wir, dass es wegen dem Wolf ebenso viele Verwundete gab wie Tote. Also müsste man die Zahlen im Minimum verdoppeln und käme man auf mindestens 50.000 bis 100.000 Verwundete. Diese hatten Wunden von Wolfsattacken, die ihren Zeitgenossen und Verwandten die Gefährlichkeit des Wolfes vor Augen führte. Aber es gab nicht nur die Toten und Verwundeten, sondern es gab auch die psychologisch traumatisierten Opfer, die Zeugen davon waren, wie ihre kleine Schwester oder der Bruder von einem Wolf gerissen und gefressen wurde. Das alles, um Ihnen zu sagen, dass 9000 schon viel sind, aber dies nur ein kleiner Teil der Wirklichkeit ist. Besteht heutzutage die Gefahr von Wolfsattacken auf den Menschen? Sie sind nicht auszuschließen, aber sehr unwahrscheinlich in Europa, weil die Lebensbedingungen heute ganz anders sind als die Verhältnisse bis zum 19. Jahrhundert. In diesen alten Zeiten gingen die Kinder nicht zur Schule und hüteten oft das Vieh auf Weiden in der Nähe von Wäldern. Heute gehen die Kinder von 5 bis 15 Jahren in die Schule, welche damals kleine Hirten waren. Auf jeden Fall gibt es heute in Regionen auf der Welt, wo das Vieh von Kindern und anderen gehütet werden, immer noch Wolfsattacken auf Menschen. Nun, warum werden heute mögliche Wolfsattacken auf Menschen nicht mehr in Erwägung gezogen? Da es eine gewisse Desinformation gibt. Man versteht, dass eine gewisse Anzahl Ökologen, welche die Wiederansiedlung des Wolfes unterstützen und das verteidigen, die Verbreitung von zu vielen Informationen nicht wünschen. Sie möchten verhindern, dass die Öffentlichkeit beunruhigt wird, um die Wiederansiedlung des Wolfes nicht zu gefährden. Das führt dazu, dass sich wie ein Gesetz des Schweigens etabliert, um gewisse Informationen zu verneinen und sie zu vernebeln. Und das beengt die Historiker, die die Freiheit wollen, die Wahrheit zu erkennen und sie auszudrücken, ohne zu übertreiben. Also geht es nicht darum, für die aktuelle Zeitperiode lauthals zu verkünden, der Wolf sei ein gefährliches Tier. Ich will nur sagen, dass auch heute unter bestimmten Bedingungen Wolfsattacken auf Menschen nicht ausgeschlossen sind.
Ein gut informierter Historiker verbessert seine Informationen und gibt ihnen einen historischen Zusammenhang und zeigt gewisse Realitäten, die man nicht verneinen sollte. Sie erklären das negative Bild des bösen Wolfes, sonst würde man das Bild des bösen Wolfes, den es lange gab, gar nicht verstehen können. Aber man soll nicht übertreiben. Wir leben heute in einer kulturellen Zivilisation, die die Beziehung zwischen Mensch und Natur verstehen will und die die Biodiversität verteidigen möchte. In diesem Rahmen wird es als politisch nicht korrekt wahrgenommen, wenn man die schädliche Auswirkung eines wilden Tieres anspricht. Dieses System ist gefährlich, weil diese wilden Tiere mit verheerenden Beutezügen irreparable Schäden verursachten, die wirtschaftlich und auch menschlich schwer zu ertragen sind. Dann ist es zu spät, um sich darüber bewusst zu werden.